Ich sag Hallo zu Yam Yam Lecker. Wir machen heute so, ich habe ein paar Sachen eingekauft, so über die letzten Tage, wo ich nie genau wusste, welches Rezept ich damit so machen sollte. Und die Sachen sind jetzt überfällig, das heißt, die verarbeiten wir jetzt alle. So, und eigentlich passt es auch eigentlich gar nicht so schlecht zusammen, glaube ich. Und also wie gesagt, ich habe diese Sachen noch nie gemacht. Einfach, ich mache es jetzt relativ total spontan. Indem ich mir echt jetzt einfach ein paar Sachen schon zurechtgelegt habe. Als erstes machen wir die Kochbananen. Also heute auch mit einer Kamera nur, also kein Schnitt hin und her, also keine Korrekturen, also alles läuft so, wie es läuft. So, also das sind Kochbananen. Die habe ich, das sind zwei, also drei Kochbananen. Hier, die habe ich schon mal klein gemacht. So sieht das aus. Kriegt ihr entweder im Asialaden, in Spezialläden oder auch in manche Supermärkte haben das. Das ist zum Beispiel vom Kaufland. Die sind richtig gut, wenn die anfangen dunkel zu werden. Aber die sind jetzt noch nicht so dunkel, aber ich muss ja irgendwas heute essen. So, ich habe also die Enden abgeschnitten rechts und links. Und dann ritzen wir das hier so ein, damit wir irgendwo einen Anfang kriegen. Dann lösen wir mal hier ein Stück ab an der Seite und dann können wir das hier einfach so rausschälen. Also es gibt da echt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ich finde, das ist eigentlich mal eine ganz schöne Alternative mit diesen Kochbananen. Also ich habe das irgendwo im Ausland mal gegessen, das hat mir eigentlich ganz gut geschmeckt. Wie der Name schon sagt, Kochbanane, ja, man kann sie wahrscheinlich naheliegen, dass sie zu kochen. Wir machen heute daraus, also ist geplant, so eine Art Chips zu machen. Also eigentlich ist es heute auch wieder so ein bisschen mexikanisch in die Richtung. So, das geht ganz simpel. Also wir machen ja so eine Art Guacamole. Also es wird so leicht ein bisschen in diese Richtung. Und dann, ja, das ist eigentlich so richtig mexikanisch, vielleicht spanisches, angehauchtes Menü, was wir heute machen. So. Dann schneiden wir die klein. Also für die Chips nehmt ihr am besten, also ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Also ich mache sie relativ dünn. Die kommen hier in die Schüssel rein. Dann machen wir hier ein bisschen Olivenöl drüber. Dann machen wir da ein wenig Paprika drauf. Und was Salz. So, und das vermengen wir jetzt. Süßes Paprikapulver. Ein bisschen mehr. Weil danach sind, wenn es so richtig wie Chips, dann könnt ihr sie nicht mehr so gut würzen. So, ein bisschen durchmischen. Den Ofen schon mal vorheizen. Dann machen wir 180 Grad. Ich schätze mal so 10 Minuten sowas in der Richtung. So, dann verteilen wir die möglichst, dass die alle so frei liegen aufs Blech. Müssen die wirklich die einzelnen Stücke so aufteilen. So, hallo liebe Leute, ich habe mal kurz die Kameraposition, also ein anderes Stativ geholt, weil es macht ja keinen Sinn, dass das Video zwar ruckzuck schnell und ihr sagt dann, naja, was ist das denn, wir können ja gar nicht richtig gucken. Deshalb, anderes Stativ, bessere Position, ihr seht mich, ihr seht den Arbeitsplatz hier, das, das, das. So, ich hoffe, jetzt läuft es dann besser. Also, das habt ihr gerade mitgekriegt, ruckzuck, darauf verteilt. Da kommt was Olivenöl rein.
So, jetzt machen wir weiter mit unserer Guacamole. Jetzt machen wir unseren Dip. Den könnt ihr super verwenden mit Nachos, mit Fleisch, bei gegrilltem, alles Mögliche. Wobei ich den ganz spontan mache. Also ich hoffe, er schmeckt so, wie ich ihn mache. Hier habe ich nichts anderes als Olivenöl und eine halbe kleine Zwiebel. Habe ich schon mal reingetan. Dann kommt hinzu dann kommen dazu unsere zwei Avocados. Dann haben wir hier noch einen Rest von Bärlauch. Den machen wir so komplett rein. Da sind hier ganze Stiele. Und die Stiele, die sind sau lecker. Die schmecken richtig intensiv. Die sind auch leicht scharf. Also das ist richtig klasse. So, dann haben wir hier zwei Zehen Knoblauch. Kommen rein. Und hier haben wir noch, ich stehe halt irgendwie am Schlauch. Nicht Meerrettich, Ingwer und Zitronensaft. Einfach so ein Stück Zitrone. Müssen wir gleich, glaube ich, noch ein bisschen mehr davon reinmachen. So. Ich sollte mir abgewöhnen, dieses so zu sagen, ich weiß, aber das ist irgendwie so. Jetzt können wir schon mal hier die Paprika rein. Das sind Bratpaprika, also die brät man, also die kann man komplett essen. Sind nicht so viele Kerne drin. Einmal anbraten. Hier machen wir jetzt noch Pinienkerne rein. Ihr könnt auch Mandeln nehmen oder andere Nüsse, Walnüsse, finde ich gut auch. Wir nehmen hier Pinienkerne und ein paar Mandeln. Einmal nach Gefühl, dann nehmen wir hier noch was Salz. Bisschen Paprikapulver noch. Dann nehmen wir noch eine Tomate. Alles rein damit. Bisschen Olivenöl. Und dann pürieren wir das Ganze mal. Und gucken, was drauf wird. Ja, gut, ein bisschen Pfeffer können wir noch reinmachen. Bisschen Pfeffer. So, und dann gucken wir mal, ob das jetzt so klappt. Ein bisschen Spaß muss sein. Scheiße, ey, das bist du eingespritzt. Ey. Und dass meine Frau sieht, das ist da oben eingespritzt. Ja, wenn jetzt auf die Linse gespritzt wäre, das wäre ein Knall. Ohne Quatsch. Ey. Oh, scheiße, ist das salzig.
Also das ist, glaube ich, schon mal ziemlich geil, was ich hier gemacht habe. Also ganz ehrlich. Langsam habe ich es drauf. Das schmeckt hammergeil, ey. Ey Leute, zieht es euch wirklich rein. Glaubt mir, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das wirklich jetzt so spontan gemacht. Es hat super geil. Ey, das ist so eine geile Mischung. Ey, das ist Hammer. Der hat genau die richtige Schärfe. Der Knoblauch da drin. Hier die. Also ich habe erst gehabt ein bisschen zu salzig, aber wenn man das so mit den anderen Sachen kombiniert, dann geht das schon. Das ist so geil, ne? Also wenn ihr das macht, einfach so für eine Party mal oder so, oder für euch selber. Das ist so geil mit dem Bärlauch, mit den Stängeln. Das ist so eine, der gibt glaube ich echt hier die geile Note, dieser Bärlauch. So eine Schärfe. Dann die Nüsse noch da drin. Also da bin ich jetzt echt aber richtig von begeistert. Das ist Hammer, Leute. Ich bin richtig begeistert. Dass das so auf Anhieb, so spontan, so geil wird, das ist ja bei mir nicht immer der Fall. Abgesehen von dem. Habe ich das mal verschmiert. Das ist wirklich, das ist perfekt. Der Ingwer, der Knoblauch, die Tomate, ich weiß es nicht. Das geiles Meersalz. Aber der Geheimtipp an diesem Dip, an dieser Guacamole, wenn man das so nennen darf, ist wirklich der Bärlauch. Der ist wirklich ein richtiger Geheimtipp. Also ganz ehrlich, das Leute, das ist wirklich ein super hammergeiles Rezept. Das ist wirklich ein Geheimtipp. Wer sich nicht daran stört, dass hier vielleicht so ein bisschen so Fäden noch da drin sind, aber das, also mich stört das überhaupt nicht. Weil das ist halt auch eine super gesunde Sache. Ihr braucht die Scheiße nicht zu kaufen. Also es gibt ja diese Guacamole oder diese Fertigdips, diese grünen bei Nachos. Ne? Guckt, lest mal, was da drin ist. Und das hier, da wisst ihr, was drin ist. Das ist echt, da sind... Also Pinienkerne sind sehr teuer, die müsst ihr ja nicht nehmen. Ihr könnt auch andere Nüsse nehmen. Aber... Der Bärlauch, also der ist wirklich mein Geheimtipp. Das wird mein richtig spezieller Lieblingstipps bei Nachos, bei allen Sachen. So, und dann, ja, eine halbe Zwiebel ist noch drin. Und ja, ein bisschen Öl. Also, ja, ihr wisst ja selber, was drin ist, aber das ist wirklich. Hammer. Probes. Salz drüber. Hammergeil. Und ich würde mal sagen, das Rezept war Spitze. So, da sind wir wieder. Und ich wollte eigentlich Rotwein dabei trinken, aber weil das ja echt so ein mexikanisch angehauchtes Gericht ist und mir auch ziemlich warm geworden ist, weil hier war es echt richtig warm, so wie in Mexiko. Mindestens. Schlafen Sie. Deshalb brauche ich jetzt auch ein entsprechendes Getränk. Also ich mache jetzt hier einfach irgendeine Mischung. Eiswürfel, 2 Stück. Zitronensaft mit Kerne, ja, ist geil. Dann kommt der Hugo rein.
Das ist so die Basis. Dann kommt noch der 54%ige Übersee rum rein. Als kleinen Special. Muss man noch ein bisschen. Und dann noch ein bisschen Aperol Spritz. Und dann probieren wir es mal. Auf Mexiko. Gut geworden. Müsste nur mehr Eis, weil das war alles nicht gekühlt, deshalb. Aber es ist schlecht. So, jetzt präsentiere ich dir mal meine geheimen Zauberkünste hier. Ob es schmeckt. Unsere Chips. Also das scheint schon mal funktioniert zu haben. Unsere Kochbananenchips. Was noch fehlt, ist der Salat. So. Dann kommen ein paar Chips dazu. Komm, ich mach jedem seinen Teller fertig einfach. Den Salat hab ich leider noch nichts jetzt gemacht. Also die sind richtig geil. Hammer. Lecker. Aber so richtig knackig sind sie nicht, ne? Oder? Doch, ist schon knapp. Und wenn das nicht knapp ist, ist krass. Es ist fast genau wie Chips. Nur besser. So, und jetzt kommt hier auch noch ein Dip. Probier es mal. Lecker. Der Dip, da bin ich richtig begeistert von. Schmeckt gut. Diese hier? Na, jetzt. Der ist etwas bitter. Da hätte man vielleicht ein bisschen Zucker noch beimachen können. Salz? Oder was war das? Ja, Salz. Aber mach mal, dip mal hier mit der Dingens hier. Fingerfood. Schmeckt aber lecker. Mexiko. Ja, das wird schon mal was anderes. Mexiko. Also das wird mein Geheimrezept. Der Dip. Den habe ich jetzt erfunden. Ach so, wolltest du was sagen? Wo hast du das her? Auf euch. Wahrscheinlich irgendwo auf der Welt, im Internet oder so, wird man dann vielleicht ein Rezept finden. Irgendwer hat das auch vielleicht schon mal gemacht. Also diese Avocado.
Aber geil, vielleicht habe ich das wirklich gerade selbst erfunden, diesen Dip. Also Avocado mit Bärlauch drin. Die zwei Sachen sind noch, ne? Ne, sind noch ein paar mehr. Also Nüsse sind noch drin. Nüsse, Pinienkerne, ja. Mandeln, eine ganze große Tomate ist drin. Auch. Zwiebeln, eine halbe kleine Zwiebel ist drin. Olivenöl. Knoblauch. Und zwei Zehen Knoblauch. Und ein bisschen süßer Paprika noch. Andere Sachen. Also, das habe ich nicht zum letzten Mal gemacht. Das mache ich einfach mal so für uns, so als Chips. Wenn ich immer diese ungesunde Scheiße oder so. Ich meine, gut, Salz ist ja auch nicht zu wenig, aber... Ja, ist eine gute Kombination. Mhm. Ja. Also, ihr wisst Bescheid, das ist ein Gericht, was echt... Was ein bisschen was Besonderes ist, was man nicht immer kriegt. Da könnt ihr euren Gästen auch mal ein bisschen, also euren Partygästen oder so. Dann macht ihr das Freitag oder Samstagabend, ladet euch ein paar Leute ein. Schön in der Kölner Innenstadt oder so. Bei euch zu Hause und dann reicht ihr das und danach geht ihr in die Clubs oder so. Also das ist echt, weil das echt auch super schnell und einfach gemacht ist eigentlich. Also relativ. Also ich fand, das war, ging jetzt wirklich mal schnell eigentlich. Da ist ja auch nicht lange, ich glaube, die gehen ja auch schnell, die Paprika, ne? Dann auch hier dieses Getränk, was ich euch gezeigt habe. Und dann habt ihr einen guten Start ins Wochenende. Und das macht satt, ne? Weil Avocado, das ist ja fettig. Da ist ja, macht der Satz viel Fett drin. Mhm. Und hier in den Kochbananen, da ist, die sind nicht so süß. Da ist also weniger Süße drin und da ist mehr Stärke drin. Also ich denke mal, die sind auch sättigend. Also den Dip, den könnte ich echt an Restaurants verkaufen. Ich liebe sowas. Aber guck dir nie das Video an, wie ich das püriert habe. So ein bisschen Show muss sein. Ein bisschen Show muss sein. Ein bisschen Show muss sein. Da kommt die Freude auf. Doch, das wird man sehen, wie du da veranstaltet hast. Das ist ganz witzig, ja. Kölner Innenstadt Party-Style. In der Innenstadt, wir sind ja in der Innenstadt. Das machen wir nicht gerade. Ich weiß das, ich hab da gewohnt. Zwar nur in der WG. Aber einer, immerhin. Aber ich war mittendrin. Ihr habt's ja gehört. Muss gehen. Keine Widerrede. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil klappt. Ist ja nicht immer bei mir so. Dass ich quasi also drei Sachen mache, die ich wirklich noch nie gemacht habe und mir quasi wirklich so spontan überlegt habe, mit den Sachen, die ich da hatte. Und dass es wirklich alles klappt und richtig geil schmeckt. Ja, nicht immer bei mir so. So. Also wie ihr seht, also das ist so, es hat so ein bisschen bitter, aber so ist das halt mit dem. Da müsste man vielleicht ein bisschen Honig mit dabei machen, ein bisschen Zucker. Das wäre gut. Aber ansonsten, es ist, ich glaube, das ist, könnte ein typisch so mexikanisches Gericht sein. Macht. Es ist wirklich, es war hammergeil, ich schwöre es euch, macht das nach diesem Dip. Ihr fallt um. So, ich muss leider Schluss machen. Also, danke, dass ihr geschaut habt und oh, heute bin ich echt. Puh. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt. Yum, yum.